Regisseur M. Night Shyamalan steht für Psychothriller, die aufgrund ihrer Twists immer wieder für eine Überraschung gut sind, aber im Laufe seiner Karriere auch für eine sehr schwankende Qualität, die von brillant bis abstrus schlecht reicht. Nach den Trailern zu seinem neuen Film habe ich mich auf diesen gefreut. Der startet auch diese Woche in den deutschen Kinos und damit geht es hier jetzt um Old. Als Guy und Prisca mit ihren Kindern Maddox und Trent in den Urlaub fahren und sich in einem Luxusresort wiederfinden, scheint auf den ersten Blick alles perfekt zu sein. Doch zwischen den beiden läuft es nicht gerade gut und so wird dieser Urlaub vielleicht der letzte gemeinsame. Als ihnen aber ein Besuch eines abgelegenen paradiesischen Strandes nahegelegt wird, wird sich alles ändern, denn irgendetwas scheint dort nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Innerhalb von Minuten altert man Monate und auch das Fliehen scheint unmöglich zu sein. Dabei ist diese Familie nicht allein und mit dem Voranschreiten der ausweglosen, panikerzeugenden Situation entstehen irrationale Handlungen, die tödlich sein können. Old geht 108 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 29. Juli 2021 in den deutschen Kinos, ist ein Thriller mit Fantasy-Anleihen, der neue Film, wie eingehend erwähnt, von M. Night Shyamalan, der hat Filme gemacht für den großartigen The Sixth Sense, hat Unbreakable gemacht, hat Science gemacht, The Village, Filme, die vielleicht alle von einer sehr starken Qualität bis ordentlich noch funktionierten, dann kam The Happening, der viel verhasstete Legende von Aang, After Earth war grausam, The Visit zeigte dann wieder so einen leichten Karriereweg nach oben, Split von vielen gefeiert, Glass dann wieder sehr unterschiedlich betrachtet. Dann gab es zwischendurch noch die Serie The Servant und auch noch den ein oder anderen Film. Und nun also Old. Ein Szenario rund um einen Strand, an dem man spürbar in Minuten sehr viel altert. Und die Frage ist, was steckt dahinter und wie sehr kann es einem Angst machen? Was soll man gegen das Altern tun? Was passiert mit einem selbst in dieser Zeit? Was, wenn man mit verschiedensten, auch unbekannten Menschen in einer solchen Situation gefangen ist? Kurzum, ein Szenario, in dem eine ganze Menge passieren könnte. Und ich habe das Gefühl hatte, als ich Old gesehen habe, es wäre vielleicht besser gedacht, daraus eine eigene Miniserie in Echtzeit zu machen, weil stelle man sich vor, man hätte dann wirklich in jeder Folge das Altern von 1, 2 oder 3 Jahren und dann 10 Folgen und am Ende einer solchen Serie wären alle Figuren 20, 30, 40 Jahre älter als am Anfang. Das wäre echt ein spannendes Szenario, aber nein, man macht den 108-minütigen Film draus, der über 70 Minuten, wenn ich mich nicht irre, sich damit beschäftigt, dass diese Hauptfiguren verstehen, was uns der Trailer innerhalb von 20, 30 Sekunden vermittelt, nämlich, dass alles älter wird. Und diese Prämisse erst einmal in diese Figuren hineingebracht, nachdem sie ganz oft geschockt sind über alles, was da passiert, schaut sich dann dementsprechend langweilig. Sowohl der Titel nimmt uns vorweg, was passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie das zugrunde liegende Comic von 2010 oder Comicbuch das Ganze handhabt, hat aber einen anderen Namen, der dann nicht so spoilerhaft veranlagt ist. Und der Trailer zeigt uns verdammt früh, worum es geht. Und wenn man uns dann einen Film präsentiert, der zu 2/3 nichts macht, als dieses Szenario weder besonders spannend noch besonders gruselig versucht, diesen Hauptfiguren letztendlich klarzustellen, zu machen und diese dann irgendwann völlig wirr und irrational agieren und einem auch klar wird, warum das mit dem Älterwerden vielleicht in irgendeinem Zusammenhang hängen könnte und eigene Eltern ihre Kinder anschauen, völlig geschockt sind, dass sie doch parallel irgendwie älter werden, sich irgendwas verändert und sie es nicht wahrhaben wollen, während man irgendwie doch relativ intelligente Leute in sehr hohen Berufsposten mit akademischem Abschluss im Hintergrund hat und man sich denkt, okay, könnte man nicht hier irgendwie gemeinsam darauf kommen, was Sache ist, müssen wir uns das also anschauen. Und das macht Old in den allermeisten Momenten wahnsinnig langweilig. Mit Dialogen, die so wirr ineinander geschrieben sind, wenn die Figuren ineinander platzen mit ihren Handlungen und man die ganze Zeit spürt, hier ist irgendwas überhaupt nicht stimmig, hier gibt es überhaupt keine Harmonie und warum M. Night Shyamalan sich selbst noch eine Rolle gibt, die weit größer ist als ein Cameo und das irgendwie so nach einem Geltungsbedürfnis riecht, alles so Komponenten, die tun ein bisschen weh. Kurzum, Old ist eine wahnsinnige Enttäuschung und ich mag es nicht, Filme kaputt reden oder klein reden zu müssen, weil ich habe mich darauf gefreut, weil gerade er auch bekannt ist, dafür so ein bisschen rumzutwisten und wenn dann hier mal bei Old sich so der Ansatz ergibt, warum alles so ist, wie es ist, dann gibt es so diese halbe Minute bis Minute, wo ich so denke, ah, okay, das ist interessant, um dann wieder abzutauchen in eine gewisse Grützigkeit. Und das ist nämlich richtig schade, weil ich hatte Bock auf den Film und das macht einfach keine Freude, wenn man sich auf was freut, dann wahnsinnig enttäuscht zu werden. Auch wenn ich immer vorsichtig bin, was in M. Night Shyamalans Film drinstecken könnte, ist das hier wohl einer seiner Schwächsten und er hat schon sehr schwache abgeliefert im Laufe seiner Karriere. Reden wir kurz über den Cast. Gael Garcia Bernal und Vicky Creeps als Guy und Prisca, die beiden, die Eltern sind, wo man sich so ein bisschen fragt, wann haben die sich genau richtig geliebt?
gibt. Das funktioniert nicht. Und auch ein Psychothriller muss in seiner Exposition nicht befreit davon sein, dass zwei Figuren erst einmal glaubwürdig mir nahe bringen sollen, ah, die gehören zusammen und die haben wirklich ein Problem zu bewältigen. Das glaube ich leider in keinem Moment. Und vor allem, wenn sie auch ihre eigenen Kinder anschauen und nicht raffen, was dort passiert, dann ist das einfach so unglaubwürdig gespielt, dass zum Beispiel das Rufus Sewell als Charles, den ich richtig gerne sehe und auch die größte Präsenz mitbringt, aber auch so eine Geschichte reingeschrieben bekommt, die dann immer wieder total störend und anstrengend wird. Und ganz besonders zeichnet sich das zum Beispiel an Abby Lee ab, die Crystal spielt, die klischeehafteste Beauty-Figur, die auftaucht und ganz bedacht ist, dass alles auch genau richtig ist und man gerade sitzt und sie auch überhaupt von jedem alles genauso richtig hat, wie es ihrem Körper gut tut und dann letztendlich in einem gewissen zeitlichen Verfall total damit struggelt. Aber allein das eben ein Element in einer Serie wäre, wo man ein eigenes Psychogramm zeichnen könnte, wie wir sehr auf Oberflächlichkeiten, Äußerlichkeit achten und wenn die Zeit ganz schnell uns das nimmt, was passiert denn eigentlich mit uns und unserer Psyche, wenn die nicht hinterherkommen mit dieser Erkenntnis? Ist doch eigentlich eine interessante Geschichte, aber so am Rande abgefrühstückt, dass es einfach total belanglos und dann dämlich wirkt. Und das ist mit jeder dieser Figur, die auftaucht am Strand. Davon gibt es noch ein paar mehr. Ich will nicht noch weiter spoilern, oder ich will nicht spoilern an der Stelle, aber nichts will da funktionieren und ineinander passen. Und das ist richtig schade. Und dann wird mir das auch noch mit so einer Logik kombiniert, die der Film dann aufwacht, weil ihr kennt das sicherlich. Manchmal schaut man sich einen Film an und denkt sich, okay, man muss hier so ein paar Regeln bauen, die muss ich irgendwie glauben. Nehmen wir meinetwegen The Tomorrow War, wo ich es nicht geglaubt habe. Oder Christopher Nolan, der in seinen Filmen halt Universen aufmacht und klare Regeln. Und man sich dann fragt, okay, kann ich da als zuschauende Person mitgehen? Wenn mir aber M. Night Shyamalan erzählt, dass unsere Haare und Nägel nicht wachsen, weil es ja tote Zellen sind im Laufe der Zeit, aber eine Leiche dann doch trotz binnen Minuten verwesen kann, wobei da auch tote Zellen im Teil abgebaut werden, dann funktioniert das nicht. Und der Film ist immer wieder voll mit diesen Problematiken, wo man sich denkt, aha, das funktioniert jetzt und das funktioniert jetzt nicht. Warum? Und genau da sollte so ein Film doch irgendwie logisch funktionieren und mich ein bisschen faszinieren. Und er kann ja mit seinem gewollten Tempo und all dem, was passiert, obwohl man im Grunde nur immer wieder neue Situationen kreiert, in der Figuren in abstrusen Momenten aufeinandertreffen und das nächste Komische passiert und es vielleicht auch immer blutiger wird, nicht darüber hinwegtauschen, dass man von vornherein weiß, was passiert und der Film sich wahnsinnig lange Zeit lässt, auch wirklich zu sagen, ach ja, das haben wir ja schon im Trailer gesagt. Und das macht Old leider richtig anstrengend. Optisch ist wahrscheinlich das Stärkste in der Kameraarbeit wiederzufinden. Auf 45 mm gedreht der Streifen ist es für mich ehrlich gesagt wahrscheinlich das Beste, weil so dieses Setting von Resort und Strand, das sieht halt schön aus, das ist angenehm, aber das sollte nicht das Beste an einem Film sein, zumindest nicht aus meiner Sicht. Die Musik, die immer wieder wie so eine Spannung aufbauen will, die ich im Film halt leider gar nicht gespürt habe, wird dann anstrengend. Kostüm, Make-up ist dann meist egal, aber besonders in der von mir benannten Figur, die sich mit dem Thema Schönheit auseinandersetzt, dann doch auch maskentechnisch hinten raus viel zu übertrieben aus meiner Sicht. Und die Effekte sind, die gemacht werden, soweit okay, aber auch wie sich Wunden verhalten würden im Laufe einer Zeit ohne Desinfektion, das muss man darf es nicht hinterfragen. Und das ist schade, weil ich nicht finde, dass M. Night Shyamalan immer dafür steht, dass man nicht hinterfragen darf, was für ein Universum da gebaut wird. Und so sage ich am Ende, das Setting interessiert mich vielleicht noch am meisten zusammen mit der Kameraarbeit, aber der Cast, wie er ständig überagieren muss und dieses wirrgeschriebene Drehbuch und die Dialoge, die daraus vorhergehen, obwohl der Film vorhersehbar ist, machen ihn sehr anstrengend zu schauen und fühlen sich die 108 Minuten deutlich länger an. Dann kommt so ein gewollter Pseudo-Twist dazu, der anstrengend wird, warum M. Night Shyamalan sich selbst da besetzt, anstatt lieber einfach ein bisschen mehr auf die Inszenierung zu achten, bleibt mir ehrlich gesagt am Ende ein großes Rätsel und die Logik ist einfach dämlich in vielen Momenten. Und so fällt es mir schwer zu empfehlen, wem ich Old empfehlen würde, weil ich echt gehofft hatte und auch eigentlich dachte, so schwach würde der jetzt nicht werden. Am Ende gebe ich dem 3,5 von 10 möglichen Punkten als Fantasy-Thriller und 2,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und das ist schon ganz weit unten auf der Skala. Und sehr schade, weil sich in letzter Zeit auch so ein paar Filme häufen, die ich zerreißen muss, obwohl ich es gar nicht will. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, da bin ich sicher. Die Zukunft hält Gutes parat. Und deswegen bin ich an dieser Stelle fertig mit Old, startet ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Und wenn ihr jetzt trotzdem Lust habt, euch die anzugucken, wünsche ich euch natürlich richtig viel Spaß im Kino, weil das ist das Sinnvollste, dass man Freude hat vor der großen Kinoleinwand. Und man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber bei Old wird es mir schwerfallen zu glauben, wenn andere sagen, bester Film aller Zeiten. Aber lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.